Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute bei Ihnen allen zu sein und habe mir vorgenommen, so eine knappe Stunde vielleicht zu sprechen über die Kipppunkte im Klimasystem. Und ich werde aber erstmal beginnen, noch ein paar Minuten, so ein paar Eckdaten der globalen Erwärmung zu zeigen. Und die globale Erwärmung ist ja keine unbedingt sehr neue Sorge, sondern schon Alexander von Humboldt hat darauf hingewiesen, dass der Mensch das Klima verändert, und zwar, Zitat, durch Fällen der Wälder und durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie. Das hat er im Jahr 1843 geschrieben. Was er möglicherweise schon kannte, war der Treibhauseffekt, den hatte Joseph Fourier schon 1824 beschrieben. Aber er konnte noch nicht wissen, welche Gase den Treibhauseffekt machen, denn das haben erst Eunice Foote und John Tyndall in 1859 durch Laborexperimente nachgewiesen. Und Humboldt kannte natürlich schon gar nicht die detaillierte Energiebilanz unseres Planeten, die ja die globale Durchschnittstemperatur bestimmt. Und heute wissen wir das sehr genau, weil wir nicht nur an der Erdoberfläche ein weltweites Strahlungsmessnetz haben, was ständig misst, wie viel Sonnenstrahlung kommt rein, wie viel Rückstrahlung von Wärme durch den Treibhauseffekt kommt an. Wir haben auch Satelliten im All, die an der Oberseite der Atmosphäre ständig messen, was kommt rein, was geht raus an Strahlung. Und was viele Menschen nicht wissen, ist, dass der Treibhauseffekt, der hier ganz rechts unten gezeigt ist, also die Rückstrahlung von langwelliger Wärmestrahlung aus der Atmosphäre hin zur Erdoberfläche, etwa doppelt so viel Strahlung an der Erdoberfläche bringt, wie die einfallende Sonneneinstrahlung, die hier links gezeigt ist. Das heißt, das ist eigentlich die größte Stellschraube an der globalen Temperatur, an der globalen Energiebilanz. Und das ist eben genau die Stellschraube, an der wir jetzt drehen seit Beginn der Industrialisierung, indem wir eben wesentliche Treibhausgase in der Atmosphäre erhöhen, allen voran natürlich das Kohlendioxid, das hier bei weitem die größte Treibhauswirkung ausmacht. Allein das Kohlendioxid führt zu einer zusätzlichen Heizung auf unserem Planeten von 2 Watt pro Quadratmeter. Im Schnitt über die ganze Erde eben auf jeden Quadratmeter, Tag und Nacht, kommen 2 Watt zusätzlich an Wärme an. Und das ist einfach der Grund, warum es zwangsläufig natürlich wärmer wird. Und dass dieser Anstieg der Treibhausgase komplett vom Menschen verursacht wird, daran gibt es seit Jahrzehnten keinen Zweifel. Die Folge ist dieser Temperaturanstieg, der sehr schön in diesen Warming Stripes dargestellt ist, die hier ab 1880 für jedes Jahr einen Streifen haben. Die blauen sind die kältesten Jahre und die roten die wärmsten Jahre. Und es zeigt nochmal sehr deutlich die globale Erwärmung. Hier sind dieselben Daten einfach nochmal als Kurve dargestellt. Und man sieht, wir sind jetzt so bei etwa 1,2 Grad über dem Temperaturniveau des späten 19. Jahrhunderts bereits angelangt. Und wenn wir das in einen längerfristigen Kontext stellen, der Temperaturentwicklung seit Christi Geburt, dann sieht man nochmal sehr deutlich, wie extrem schnell diese Erwärmung ist. Und ja, das ist quasi die Welle, die wir brechen sollten, nicht nur die Corona-Welle, sondern das ist sehr dringend, hier diese Erwärmung so schnell wie möglich zu stoppen. Auch bei uns in Deutschland sind die Temperaturen selbstverständlich angestiegen, und zwar schon um mehr als 2 Grad. Das ist auch nicht überraschend, weil das entspricht etwa dem Schnitt für die weltweiten Landmassen. Denn Landgebiete erwärmen sich natürlich schneller und auch insgesamt mehr als die Ozeangebiete aus verschiedenen Gründen, unter anderem der thermischen Trägheit. Also die führt einfach zu einer Zeitverzögerung bei der Erwärmung der Ozeane, aber auch aufgrund der Verdunstung von Wasserdampf an der Ozeanoberfläche.
was die Ozeanoberflächen eben kühler hält als die Landmassen. Diese Erwärmung, also nicht nur der Treibhausgasanstieg, sondern auch die globale Erwärmung ist komplett menschengemacht. Das kann man im letzten Bericht des IPCC detailliert nachlesen, wo eben die unabhängigen Berechnungen der beobachteten Erwärmung gegenübergestellt sind mit der vom Menschen verursachten Erwärmung durch den Anstieg der Treibhausgase. Und wir sehen, diese Balken sind praktisch gleich hoch im Rahmen der Unsicherheit. Und das heißt, 100% der modernen Erwärmung ist von uns Menschen verursacht. Und das ist auch keine neue Erkenntnis. Das stand auch schon vor 7 Jahren im vorangegangenen IPCC-Bericht so ähnlich drin. Und es ist im Übrigen aus meiner Sicht jedenfalls eine gute Nachricht, denn das heißt auch, dass wir etwas dagegen tun können. Wir können die Erwärmung stoppen, wenn sie gar nicht von uns verursacht wäre, sondern zum Beispiel von zunehmender Sonnenaktivität wären wir dem ja hilflos ausgeliefert. Das ist nicht der Fall. Die Sonnenaktivität hat ja sogar in den letzten 70 Jahren leicht abgenommen und damit der von uns verursachten Erwärmung allerdings nur sehr geringfügig entgegengewirkt. Kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema des heutigen Abends, nämlich den Kipppunkten im Klimasystem. Man sieht die ja auch immer häufiger in den Medien erwähnt, aber viele Menschen haben eben keine sehr klare Vorstellung, was das überhaupt ist. Und diese künstlerische Grafik ist nicht von mir. Die zeigt aber auch physikalisch durchaus, illustriert sie korrekt, was ein solcher Kipppunkt ist. Man stellt sich vor, diese Erdkugel hier liegt in einer Mulde. Und das ist ein stabiles Gleichgewicht, wo sie von sich aus nicht herausrollen würde. Schiebt man sie aber ein Stück zur Seite aus diesem Gleichgewicht, dann würde sie wieder zurückrollen. Außer man schiebt sie über diesen mit dem Pfeil markierten Punkt hinaus. Das ist in dem Fall der Kipppunkt dieses Systems. Wenn man sie darüber hinaus rollt, rollt sie nicht mehr zurück, sondern jetzt rollt sie in die andere Richtung weiter. Und Sie sehen schon, dass ein super simples physikalisches Beispiel schon so einen Kipppunkt hat. Und das ist generell bei ganz vielen physikalischen Systemen der Fall. Dazu braucht man nur eine kleine Nichtlinearität, eine selbstverstärkende Rückkopplung zum Beispiel. Und dann hat man ein System mit einem solchen Kipppunkt. Die gibt es also keineswegs nur im Klimasystem, sondern in vielen physikalischen Systemen, aber auch in biologischen Systemen, in Ökosystemen. Den Begriff kennt man ja, das Umkippen von einem See oder von einem anderen Ökosystem ist ja auch spätestens, denke ich, seit den 70er Jahren ein landläufiger Begriff. Und wir haben vor 2 Jahren in Nature ein Update praktisch publiziert mit Tim Lenton als Erstautor, der auch 10 Jahre vorher eines der meistzitierten Papers zum Klima überhaupt veröffentlicht hat. Auch damals war ich als Co-Autor schon dabei, was so die Fundamente der Beschreibung von Kipppunkten im Klimasystem gelegt hat. Und ja, da gibt es diese hier dargestellten Kipppunkte. Das ist keine vollständige Auflistung sämtlicher Kipppunkte, aber es sind so die wichtigsten. Und ich werde einige davon in diesem Vortrag ein bisschen näher beleuchten. Was ich nicht näher erklären will, sind zum Beispiel die Kipppunkte der Wälder. Das ist einfach so, dass die unter Klimastress, in Trockenstress kommen, verdorren, abbrennen können oder von Schädlingen befallen werden. Das ist einfach ein typisches Beispiel von biologischen Kipppunkten. Die antarktischen Eisschilde werde ich jetzt heute auch nicht diskutieren, sondern aber dafür etwas über den grönländischen Eisschild sagen und auch über das arktische Meereis. Und dann möchte ich über die Atlantikzirkulation sprechen, einfach weil ich davon am meisten verstehe, weil ich seit 30 Jahren zur Stabilität der Atlantikzirkulation forsche. Und als Meeresforscher kann ich nicht umhin, auch die Korallenriffe noch ein wenig, allerdings relativ kurz zu behandeln.
Ja, der Begriff Kipppunkte ist nicht nur in den Medien sehr weit verbreitet inzwischen, sondern auch im letzten IPCC-Bericht zum Beispiel. Da kommt er, das war im August, als der erschienen ist, kommt der Wort Tipping Point 97 Mal vor. In dem fünften IPCC-Bericht, dem vorangegangenen, kam er nur 27 Mal vor. Also auch da sieht man, in der wissenschaftlichen Diskussion haben die Kipppunkte wirklich Konjunktur. Daher noch ein bisschen ausführlicher jetzt zur Frage, was ist überhaupt ein Tipping Point, also ein Kipppunkt? Und in diesem berühmten, kann man vielleicht schon sagen, soll ich vielleicht selber als Co-Autor nicht sagen, aber in dem Paper von Lenten und Kollegen über die Kippelemente in dem Klimasystem der Erde, also mit Kippelement bezeichnen wir ein Subsystem wie den grönländischen Eispanzer, das einen solchen Kipppunkt hat. Und da ist die Definition, dass ein Kipppunkt eine kritische Grenze ist, wo eine kleine Störung des Systems diesen Zustand des Systems qualitativ ändern kann. Und ein Beispiel dafür ist hier unten in dieser Grafik gezeigt. Man hat also ein Kontrollparameter. Das könnte zum Beispiel die globale Temperatur sein oder wenn man an einen Eisschild denkt, wie den grönländischen Eisschild, die wäre die lokale Temperatur über Grönland jetzt wahrscheinlich ein relevanter Kontrollparameter. Und wenn man dann nach rechts auf dem Diagramm geht und die Temperatur hochschraubt, gibt es so eine kritische Grenze. Vorher passiert sehr wenig, aber dann in der Nähe dieser kritischen Grenze durchläuft dieses System eben eine sehr starke qualitative Veränderung und geht in einen neuen Zustand über. Und es gibt zwei Typen von Kipppunkten, die man hier unterscheiden kann. Das eine ist eben so ein Beispiel, wie ich es eben schon mal gezeigt hatte, was hier jetzt links dargestellt ist, ist ein monostabiles System. Das heißt, zu jedem Wert auf der X-Achse von dem Kontrollparameter gehört nur ein Gleichgewichtszustand des Systems, der hier durch diese rote Linie gezeichnet ist. Und ein solches System ist wahrscheinlich, zumindest soweit wir es verstehen, wir haben ja das Umkippen noch nicht erlebt, aber nach Modellsimulation wäre das das Meereis. Das bedeutet in dem Fall, dass es reversibel ist, theoretisch reversibel zumindest, wenn man also die Temperatur, wenn das jetzt der Kontrollparameter ist auf der X-Achse, wenn man die wieder reduziert und wieder nach links zurückgeht, dann würde das Meereis wieder zurückkommen. Dann würde der Arktische Ozean wieder zunehmend zufrieren. Und deswegen ist das eben ein reversibles System. Es gibt aber noch tückischere Kipppunkte. Das sind die Kipppunkte, die mehrere Gleichgewichtszustände haben, ein sogenanntes Hystereseverhalten, was jeder Physiker zum Beispiel von der Magnetisierung her kennt. Und die auch irreversibel sind. Und das kann man sich jetzt mal so veranschaulichen. Auf dem rechten Bild sind wir jetzt oben auf diesem stabilen Zweig irgendwo. Und wenn wir jetzt nach rechts laufen, weil der Kontrollparameter sich nach rechts bewegt praktisch, dann wird das System hier wird erstmal ein bisschen schwächer. Also könnte zum Beispiel die Atlantikzirkulation sein oder die Eismasse auf Grönland, die würden dann abnehmen. Und dann in der Nähe des Kipppunktes wird es dann ganz steil, dieser Gleichgewichtszweig, weil er sich auf sich selber zurückbiegt und dann in diese gestrichelte Linie übergeht. Das ist sehr typisch für ganz simple Kipppunkte. Die Lösung für diese Gleichgewichtsgleichung ist dann eine Parabel. Das ist praktisch so eine auf der Seite liegende Parabel. Und der Scheitelpunkt ist praktisch dieser Kipppunkt. Wenn ich dann noch weiter gehe nach rechts, dann falle ich da von dieser Klippe runter an diesem Kipppunkt oder Bifurkationspunkt. Und der untere Zweig mit der gestrichelten Linie, der ist instabil. Das ist der Fall, wenn die Kugel praktisch genau auf der Kuppe von dem Berg liegt. Nicht unten im Tal, sondern da, wo ich vorhin den Pfeil hatte, auf der Kuppe des Berges. Dann ist das zwar ein Gleichgewichtszustand, aber eine geringe Störung nach links oder rechts würde die Kugel nach links oder rechts fallen lassen.
Deswegen ist das ein instabiles Gleichgewicht. Und tatsächlich ist das so, hier bei diesem Beispiel des Grönlandeises oder der Atlantikzirkulation, das sind Systeme, die genau diese Eigenschaft haben. Wenn man sich jetzt fragt, wie wichtig ist dieser Unterschied während einer raschen globalen Erwärmung, dann ist er gar nicht so wichtig, weil das transiente Verhalten, also das zeitabhängige Verhalten im Zuge einer solchen Erwärmungsphase jetzt in den nächsten 100 Jahren oder so, wäre eben in beiden Fällen sehr ähnlich. Das System würde einfach in einen neuen Zustand übergehen. Den Unterschied würde man erst dann merken, wenn man tatsächlich wieder zurückfahren möchte, also die Temperatur der Erde wieder herunterbringt, was natürlich absehbar überhaupt nicht möglich ist, aber vielleicht in einigen 100 Jahren, keine Ahnung, dann würde man das Grönlandeis nicht wieder zurückkriegen, aber das arktische Meereis würde man wohl wieder zurückkriegen. Woran das beim Grönlandeis liegt, das werde ich nachher noch kurz erklären. Und auch bei der Atlantikzirkulation ist es so, dass es eben ein solches bistabiles System ist. Und von daher, auch wenn man das Klima wieder runterkühlt, wenn man den Kipppunkt überschritten hat und das System in den neuen Zustand übergegangen ist, geht es nicht wieder zurück. Was jetzt aktuell sehr stark in der Forschung diskutiert wird, und das war auch bei den 10 Neuigkeiten aus der Klimawissenschaft, die in Glasgow präsentiert worden sind von einer ganzen Gruppe von Wissenschaftsorganisationen, das ist die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Kipppunkten. Die sind nämlich keineswegs unabhängig voneinander, sondern sie beeinflussen sich gegenseitig. Zum Beispiel würde der Zerfall des grönländischen Eisschildes dazu führen, dass jede Menge Süßwasser in den nördlichen Atlantik gelangt. Und das würde die Atlantikzirkulation weiter schwächen und möglicherweise über ihren Kipppunkt bringen, sodass diese Kipppunkte sich praktisch so gegenseitig triggern können, so wie Dominosteine in einer Art Kettenreaktion. Und das wäre praktisch so der Worst Case, der Albtraum von uns Klimaforschern, der uns schlaflose Nächte bereitet. Ich gehe jetzt mal durch die einzelnen Kipppunkte durch, die ich vorhin erwähnt habe, und fange mit dem arktischen Meereis an. Hier sehen wir eine schöne Darstellung der Eisbedeckung auf dem arktischen Ozean. Rechts im Bild sehen wir Grönland. Man darf niemals Meereis mit Kontinentaleis verwechseln. Das Meereis entsteht durch Gefrieren von Meerwasser an der Oberfläche, so wie das Eis auf einem See. Und das Kontinentaleis entsteht durch Schneefälle und hat sich da über Jahrtausende lang gebildet. Und das Meereis auf dem arktischen Ozean ist 2 bis 3 Meter dick oder war es. Inzwischen ist es auch schon deutlich dünner geworden. Der Eispanzer auf Grönland ist 3000 Meter dick. Das sind also zwei vollkommen verschiedene Systeme. Und ich werde sie beide kurz besprechen. Das Meereis schrumpft natürlich durch die globale Erwärmung. Das ist logisch. Das liegt ja dort auf dem Nordpol nur deswegen, weil es dort so kalt ist, dass eben das Meerwasser an der Oberfläche gefriert und auch ganzjährig gefroren bleibt. Das ist die sommerliche Meereisbedeckung, die wir hier sehen, also praktisch das Minimum, was im Spätsommer erreicht wird. Und so sah das in den 70er, 80er Jahren noch aus. Inzwischen sieht die sommerliche Meereisdecke so aus wie hier. Das ist jetzt 2012, diese Grafik, aber auch im vergangenen Jahr sah das wieder sehr ähnlich aus. Und ich denke, fast alle Zuschauer, Zuhörer werden auch noch diese Situation erleben, wo der arktische Ozean zum ersten Mal im Sommer weitestgehend eisfrei sein wird. Der Weltklimarat IPCC hat in seinem letzten Bericht gesagt, schon bei 2 Grad Erwärmung wird jeder 10. Sommer etwa so aussehen, dass es dort eisfrei ist. Dass es, wenn es kälter wird, wieder zufriert und das arktische Eis zurückkommt, das kann man auch jeden Winter wieder erleben. Deswegen ist das eben auch ein wahrscheinlich weitgehend reversibles System. Das heißt, wenn das Klima sich wieder abkühlen würde, würde es da auch wieder zufrieren. Denn im arktischen Winter, in der Polarnacht, friert der arktische Ozean natürlich jedes Jahr auch wieder zu. Die Zeitserie
Über die letzten rund 1500 Jahre sieht dabei jetzt so aus, das weiß man aus sogenannten Proxy-Daten, die man unter anderem aus Meeressedimenten gewinnt. Und da sieht man eine im Wesentlichen stabile Eisbedeckung, bis sie dann im 20. Jahrhundert stark abnimmt. Das ist die hellblaue Linie. Darüber gelegt sind die direkten Beobachtungsdaten, die wir seit dem 19. Jahrhundert haben. Die gehen ein bisschen näher an die Gegenwart heran als diese Proxy-Daten. Also von daher geht es da auch tiefer runter. Und noch näher an die Gegenwart sieht man den Satellitentrend von den Satellitendaten seit 1979. Und ich glaube, das vermittelt ein sehr eindrückliches Bild davon, wie rasch das arktische Meereis dahin schwindet. Wir haben in der Fläche schon fast die Hälfte der Eisausdehnung verloren. Und gleichzeitig ist die Dicke etwa um die Hälfte geschrumpft, sodass von der Eismasse her im Sommer nur noch ein Viertel dessen da ist, was es dort noch vor wenigen Jahrzehnten gegeben hat. Und mein Potsdamer Kollege Markus Rex, der ja die Nordpol-Expedition der Polarstern im vergangenen Jahr geleitet hat, hat hinterher gesagt, wir haben dem Eis beim Sterben zugeschaut. Das Grönlandeis schmilzt auch. Wie gesagt, ist das ein ganz anderes Biest als das Meereis. Das ist eben ein 3000 Meter dicke Eiskuppe. Und da bilden sich zunehmend solche Schmelzwasserseen an der Oberfläche. Also das Grönlandeis schmilzt eben an der Oberfläche weiter dahin. Und ja, so sieht die Oberfläche aus. Das hier ist in der Modellsimulation, wie sich das Eis in einem globalen Erwärmungsszenario zurückzieht. Man sieht auch an diesem Pfeilchen, wie das Eis sich bewegt. Das fließt also zur Küste hin, während es oben immer weiter drauf schneit. Das ist die Fließdynamik von solchen Eisschilden. Ist ganz ähnlich wie die Fließdynamik von Gebirgsgletschern, außer dass die an einem Berghang sind und nur in eine Richtung runterfließen, während solche Eiskappen eben auf einem eben ja ein ganzes Land, eine ganze Insel bedecken und dann in alle Richtungen abfließen. Und weil es eben im heutigen Klima mehr schneit jedes Jahr als abschmilzt, gibt es praktisch im oberen Bereich einen Nettomassengewinn. Und diese zusätzliche Gewinn an Eismasse, der fließt hinunter, weil eben der Abhang eben so schräg ist, weil das Eis eben so hoch ist. Es ist so ähnlich wie ein riesiger Sandhaufen. Wenn man den aufschäufelt, dann wird der Sand irgendwann, wenn die Hangneigung zu groß wird, an den Seiten natürlich herunterrieseln und fließen. Und genau das macht das Kontinentaleis auch. Und das fließt dann bis an die Küste und kalbt ins Meer, weil eben heute noch mehr Schnee fällt, als an der Oberfläche abschmilzt. Es kann natürlich durch die globale Erwärmung dazu kommen, dass sich dieses Verhältnis umkehrt, weil die Schneefälle abnehmen, die Schmelzrate zunimmt und irgendwann ist die Schmelzrate größer als die Schneefallrate und dann fängt das Grönlandeis an Masse massiv zu verlieren und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es komplett weg sein wird, weil es da einen selbstverstärkenden Rückkopplungseffekt gibt, die Eishöhenrückkopplung. Denn die Eisoberseite ist ja deswegen so kalt, weil die in so hoher kalter Luft ist, weil es 3000 Meter dick ist. Und es ist wie im Hochgebirge natürlich da oben sehr, sehr kalt. Wenn das Eis aber schmilzt, dann kommt die Oberfläche ja runter und kommt damit automatisch in immer wärmere Luftschichten. Und dann ist der weitere Abschmelzprozess des Grönlandeises nicht mehr aufzuhalten und wird auch ohne jede weitere Erwärmung weitergehen, bis das Eis komplett weg ist. Das bedeutet dann 7 Meter globalen Meeresspiegelanstieg. So viel Eis ist in dem Grönlandeispanzer drin. Und das Umgekehrte ist eben, dieser Eishöhenfeedback funktioniert jetzt umgekehrt. Dieser Eispanzer ist deswegen bislang stabil gewesen, weil er so dick ist und weil die Oberfläche so hoch ist, dass es da so kalt ist.
Im heutigen Klima, wenn wir den jetzt einfach mal wegnehmen würden, würde nie und nimmer ein neuer grönländischer Eisschild entstehen. Auch vor 100 Jahren in dem Klima, im vorindustriellen Klima, wäre dieser Eisschild nicht wieder entstanden, weil es auf Meeresniveau nicht kalt genug ist in Grönland, sondern es ist nur kalt genug, weil das Eis da ist. Das heißt, das Eis hält sich selber aufrecht, ist ein positiver, also ein selbstverstärkender Rückkopplungseffekt. Und am Kipppunkt kippt er dann um in einen selbstverstärkenden Zerfall des Eisschildes. Und ja, das ist eigentlich wieder das Prinzip des Kipppunktes, physikalisch absolut gut verstanden. Was man bei den Kipppunkten meistens nicht so gut versteht, ist, wo genau ist dieser Kipppunkt? Wir wissen, es gibt ihn, die Physik ist einfach, aber weil es eben auf eine subtile Balance von zwei gegensätzlichen Dingen meistens ankommt, in dem Fall von Grönland ist es Schneefall versus Abschmelzrate, und die sehr subtil natürlich von der Geografie hier abhängt, wo ist das Eis wie hoch, wie sind die Wettersysteme, die den Schnee bringen. Und dann kommt hinzu jetzt auch noch die Fließdynamik. Es ist nicht nur die Oberflächenschmelze, die eine Rolle spielt. Und das ist so ein subtiles Gleichgewicht, dass man nur mit einer erheblichen Ungenauigkeit sagen kann, wo liegt hier eigentlich der Kipppunkt? Nach heutigem Erkenntnisstand irgendwo zwischen 1 Grad und 3 Grad globaler Erwärmung. Also wir haben ja schon 1,2 Grad globale Erwärmung. Wir sind für Grönland schon in der Gefahrenzone, wo der Kipppunkt möglicherweise schon überschritten ist. Wir würden das auch gar nicht so leicht feststellen können, denn da passiert jetzt nichts dramatisch Neues, wenn der Kipppunkt überschritten ist, sondern der Kipppunkt ist nur der, ab dem ist jetzt das weitere komplette Abschmelzen nicht mehr aufzuhalten. Es wird einfach weitergehen, bis das Eis weg ist und 7 Meter globaler Meeresspiegelanstieg verursacht worden sind. Was wir auch nicht genau wissen, ist, wie lange das dauern wird. Jahrhunderte wahrscheinlich, bis es komplett weg ist, also um die vollen 7 Meter zu bekommen. Am Anfang dürfte es schneller gehen, weil es noch zu Eisabrutschungen und Kalben kommt. Wenn das Eis sich dann so weit zurückzieht wie auf dieser Modellsimulation, die wir hier sehen, dann ist es nur noch die Balance zwischen Oberflächenschmelze und Schneefall, weil das Eis die Küste gar nicht mehr erreicht. Dann wird es wieder leichter zu berechnen und wird wahrscheinlich ab da langsamer gehen, dieser Eiszerfall. Also das Grönlandeis hat einen Kipppunkt. Wichtig ist hier die Eishöhenrückkopplung, 1 bis 3 Grad Erderwärmung, da liegt irgendwo der Kipppunkt dazwischen und er führt zu 7 Meter Meeresspiegelanstieg. Das sollte uns schon erhebliche Sorgen machen und sagen, okay, wir müssen die globale Erwärmung so nah wie möglich an den 1 Grad begrenzen. Und wahrscheinlich ist das Nächste, was überhaupt noch menschenmöglich ist, ist 1,5 Grad, was ja nicht zuletzt wegen diesem Grönland-Kipppunkt auch im Pariser Abkommen einhellig von allen Staaten beschlossen wurde. Man kann auch dieses Stabilitätsdiagramm übrigens mit einem solchen Grönland-Eismodell, wie wir es gerade in der in dem Video gesehen haben, ausrechnen. Und das haben mein Kollege Reinhard Kahlo und André Ganopolski schon 2005 gemacht, damals in meiner Abteilung am PIC. Und hier ist praktisch dieses Stabilitätsdiagramm in der Modellsimulation mit einem solchen dreidimensionalen Eismodell ausgerechnet. Die X-Achse, das brauchen Sie jetzt nicht verstehen, das ist einfach nach rechts wird es wärmer, nach links wird es kälter. Und wenn man auf der blauen Kurve praktisch der oberen nach rechts läuft, kommt man irgendwann über den Kipppunkt und das Eis verschwindet. Und wenn man wieder zurückgeht, läuft man nicht wieder auf derselben Kurve zurück, sondern man muss viel weiter zu einem viel kälteren Klima als heute gehen, bis es wieder kalt genug ist, damit ein neuer grönländischer Eisschild dann entsteht. Und da so drin liegend verborgen ist diese Parabel mit diesem, mit dem Bifurkationspunkt. Die kann man in der Modellsimulation natürlich nicht sehen. Den instabilen Teil der Parabel, der ist praktisch nicht zugänglich, weil hier Gleichgewichtszustände ausgerechnet werden. Was passiert mit dem Grönlandeis im Moment? Das sehen wir hier auf dieser Grafik, die zeigt, wo
schmilzt das, wo verliert das Grönlandeis an Masse? Das kann man mit dem GRACE-Satellitensystem feststellen, welches die Gravitations-, die Anziehungskraft der Eismasse misst, wenn der Satellit drüber fliegt. Dann wird er ein klein wenig von seiner Bahn abgelenkt. Es fliegt da ein Pärchen von Satelliten, die ihren Abstand voneinander messen. Und auf die Weise kann man Schwerkraftanomalien an der Planetenoberfläche feststellen. Nicht nur die durch Schmelzen des Grönlandeises zum Beispiel, sondern auch, wo Wasseransammlungen im Grundwasser passieren und so weiter. Super spannende Satellitenmission. Und was wir hier sehen, ist, dass der Massentrend des Grönlandeises ist überall negativ, ist überall blau. Das heißt, nicht nur an den Rändern, wo es natürlich relativ warm geworden ist, sondern auch an der Oberfläche, ganz oben auf dem Gipfel des Grönlandeises, verliert das Eis an Masse. Das ist einfach eine Beobachtungstatsache und bedeutet eben, wir bewegen uns in Richtung dieses Kipppunktes. Die Folge von diesem speziellen Kipppunkt des Grönlandeises, aber gleichfalls natürlich von denen des antarktischen Kontinentaleises, ist der Anstieg des Meeresspiegels. Und hier sind die Beobachtungsdaten erstmal für den Meeresspiegel gezeigt. Und die Kurve seit 1900 zeigt eben, dass der Meeresspiegel nicht nur steigt, sondern dass sich der Anstieg auch beschleunigt in den letzten Jahrzehnten. Es ist übrigens so, dass wenn man die blauen Pegeldaten, die gibt es natürlich weiter. Das wird dann immer gerne gefragt. Ich habe auch eine Grafik, da sind die auch mit eingezeichnet noch. Die sind praktisch genau deckungsgleich mit den Satellitendaten, den roten. Wenn man die weiter plottet, liegen die praktisch exakt unter der roten Kurve. Also es ist nicht so, dass hier etwas Komisches entsteht, weil zwei verschiedene Datentypen kombiniert wurden, sondern die sind deckungsgleich. Und es ist auch physikalisch natürlich logisch. Das kann jeder ausprobieren, der mal einen Batzen Eis aus seinem Tiefkühlfach rausholt. Je wärmer es ist, desto schneller schmilzt Eis. Und da es immer wärmer wird, schmelzen die Kontinentaleismassen immer schneller. Und das heißt, der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt sich. Und wie das weitergeht, kann man im neuen IPCC-Bericht die aktuellsten Abschätzungen lesen. Der Weltklimarat IPCC hat sich hier übrigens in den letzten Berichten immer wieder nach oben korrigieren müssen, weil der IPCC in der Vergangenheit einfach zu konservativ war in seinen Berechnungen. Und das Klimaskeptiker werfen dem IPCC ja gerne vor, der sei alarmistisch oder so. Das wäre schön, wenn das so wäre. Leider ist eben genau das Gegenteil der Fall. Der Weltklimarat hat sich immer wieder als sehr vorsichtig und konservativ erwiesen und musste sich nach oben korrigieren. Und der Meeresspiegel ist da ein besonders eindrückliches Beispiel. Und inzwischen geht man davon aus, dass bis 2100 der Anstieg so zwischen einem halben Meter und einem Meter liegen wird, relativ zu heute, plus die 20 Zentimeter, die wir schon hinter uns haben. Und das geht aber weiter, und was man auch hier sieht, diese unteren Szenarien, das dunkelgrüne, das dunkelblaue, die beiden untersten, das sind so Paris-Einhaltungsszenarien. Da hört der Meeresspiegel nicht etwa auf zu steigen, sondern er steigt mit fast konstanter Geschwindigkeit weiter, mehr als 100 Jahre lang. Was wir also bei Meeresspiegel nur noch verhindern können, ist, dass der Anstieg sich weiter beschleunigt. Wir können den auf sehr lange Sicht für viele Generationen nicht stoppen, diesen Meeresspiegelanstieg, außer wir würden das globale Klima wieder runterkühlen, aber das ist, wie gesagt, völlig utopisch. Was neu ist in diesem IPCC-Bericht, das gab es vor Jahren schon im amerikanischen Klima-Assessment, aber noch nicht beim IPCC, sind diese gestrichelten und gepunkteten Risikoszenarien, wozu der IPCC eben sagt, er kann auch bis zum Jahr 2100 einen Anstieg von mehr als 2 Metern nicht ausschließen. Und bis 2150 kann der IPCC sogar mehr als 5 Meter nicht ausschließen. Und schon 1 Meter wäre natürlich für viele Küsten eine Katastrophe,
Wir haben mehr als 130 Millionen Städte an der Küste. Wir haben ganze Inselstaaten, die natürlich schon große Probleme kriegen bei viel geringerem Meeresspiegelanstieg. Wir haben ja nach den 20 Zentimetern, die wir bisher erlebt haben, schon heute an manchen Küsten, zum Beispiel der US-amerikanischen Ostküste, erhebliche Probleme mit dem Meeresspiegelanstieg. Was man sich auch klar machen muss, ich habe gesagt Grönland 7 Meter, aber wir haben in der Antarktis noch mal genug Eis für fast 60 Meter. Insgesamt haben wir genug Kontinentaleis auf dieser Erde, um den weltweiten Meeresspiegel um 65 Meter anzuheben. Und das ist zwar jetzt nicht in den nächsten paar Jahrhunderten zu erwarten in dieser Größenordnung, aber es bedeutet eben, wir können uns nicht einmal leisten, wenige Prozent des Kontinentaleises zu verlieren. Und am Ende der letzten Eiszeit bei der Erwärmung ins Holozän, da ist der Meeresspiegel, ich glaube, das steht hier noch, nee, steht hier nicht, da ist der Meeresspiegel um 120 Meter angestiegen. Es sind damals bei etwa 5 bis 6 Grad Erwärmung von der Eiszeit ins Holozän 2 Drittel der Kontinentaleismassen verloren gegangen, 120 Meter Meeresspiegelanstieg. Das restliche Drittel ist eben das, was wir jetzt noch übrig haben, was beim Abschmelzen weitere 65 Meter Meeresanstieg verursachen würde. Und naja, ein solcher Ort hier, Malé, die Hauptinsel der Malediven, kann wie gesagt auch 1 Meter Meeresspiegelanstieg nicht verkraften. Und die Malediven bauen bereits eine neue Insel, die 2 Meter höher liegt und wo große Teile der Bevölkerung dann umgesiedelt werden sollen. Das ist jetzt keine Lösung, die weltweit irgendwie nachgemacht werden könnte. Ist nur unter ganz speziellen Voraussetzungen möglich, wenn man ein sehr flaches Meeresgebiet mit sehr viel Sand am Boden hat, der dafür geeignet ist, eben eine Insel aufzuspülen und die dann hoffentlich stabil genug ist. Jetzt komme ich zu einem weiteren Kipp-Element des Erdsystems, nämlich des Golfstromsystems oder auch Atlantikzirkulation. Und dieses Golfstrom, der Golfstrom selber, der wurde schon im Jahr 1769 von Benjamin Franklin entdeckt, der auch an der amerikanischen Verfassung ja bekanntlich mitgearbeitet hat. Er war Postmeister in London und hat sich gewundert, warum die Postschiffe auf dem Weg Richtung Nordamerika so lange gebraucht haben, im Vergleich zum Rückweg. Und da hat er seinen Neffen gefragt, der Walfänger war. Nee, sein Cousin hat er gefragt. Das war Timothy Folger, ein Walfänger. Und der hat ihm jetzt sinngemäß paraphrasiert gesagt, ja, die Postleute sind eben ein bisschen dumm. Die segeln da immer gegen die Strömung an, aber die hören ja nicht auf uns dumme Walfänger. Wir kennen natürlich hier die Strömungsverhältnisse. Und Franklin hat mit Hilfe von Timothy Folger dann diese erste Karte des Golfstroms gemalt, in der Hoffnung, dass die Postschiffe den dann vermeiden, auf dem Weg in Richtung Westen. Diese Grafik ist natürlich stark vereinfacht. Heute wissen wir, dass das Ganze eher so aussieht. Das heißt, der Golfstrom ist zwar so ein schöner, kompakter Strom vor der Küste von Florida, aber in dem Moment, wo er die amerikanische Küste bei Kap Hatteras verlässt, verwirbelt er sich sehr stark. Und diese Wirbelstrukturen, die ändern sich eben ständig im Laufe der Monate. Und netto gibt es halt diesen Massentransport in diese Richtung, aber die Schnappschüsse, die sehen in der Praxis dann doch wesentlich komplexer aus. Und auch das ist eine stark vereinfachte Version, die aber so ein bisschen schematisch zeigen soll, wie diese Strömung ganz aus dem Süden kommt, aus dem Südpolarmeer. Und ach so, das war jetzt, ja, die hat jetzt nicht ganz am Anfang angefangen, ist aber auch egal. Also man sieht jedenfalls, die Strömung geht Richtung Norden an der Oberfläche, geht dann durch den Golfstrom, überquert den Atlantik bis in die hohen nördlichen Breiten. Dort sinkt das Wasser ab und strömt dann in der Tiefe, so blasser dargestellt, wieder zurück nach Süden als tiefer westlicher Randstrom. Das ist hier nochmal stärker vereinfacht dargestellt als Teil eines
weltumspannenden Strömungssystems. Und auch hier haben wir wieder eine Rückkopplung, die zur Selbstaufrechterhaltung dieses Systems führt. Denn das Wasser sinkt im hohen Norden ab, nicht nur, weil es dort kalt wird, weil es Wärme an die Luft verliert. Das ist im Nordpazifik auch, aber da gibt es nicht eine solche Absinkbewegung und Tiefenwasserbildung, sondern es gehört auch dazu, dass das Wasser recht salzreich ist. Nicht nur kalt, sondern auch relativ salzreich. Und warum ist es dort oben relativ salzreich? Weil diese Atlantikzirkulation salzreiches Wasser aus den Subtropen heranbringt. Die grünen Bereiche hier, das sind die Bereiche mit sehr salzreichem Meereswasser. Das sind die Verdunstungsgebiete des Ozeans in den warmen Subtropen, wo relativ wenig Niederschlag fällt, starke Verdunstung, Meerwasser ist sehr salzig. Und kurz gesagt, gibt es diese Atlantikzirkulation, diese Umweltbewegung, weil das Wasser im Norden salzig ist. Und es ist salzig, weil es diese Atlantikzirkulation gibt. Das ist also wieder ein selbstverstärkender Rückkopplungseffekt und das ist genau so ein Ding, wo es einen Kipppunkt gibt. Und wir haben das, das ist nicht nur Theorie und Modellsimulation, sondern wir haben das in der Erdgeschichte gesehen, dass es solche Kipppunkte gibt. Bei den abrupten Klimawechseln der letzten Eiszeit. Hier sehen wir in der blauen Kurve Eisbohrkerndaten aus Grönland. Die Zeitskala sind 60.000 Jahre bis 10.000 Jahre vor heute. Das heißt, wir blicken hier in die zweite Hälfte der letzten Eiszeit. Und das Holozän fehlt jetzt hier. Das sind nochmal 10.000 Jahre stabiles Klima am Schluss auf demselben Niveau, wie die Kurve da oben endet. Und davor sehen wir das eiszeitliche Klima. Und die blaue Kurve ist praktisch eine Temperaturkurve für Grönland. Und kann man aus Isotopendaten im Grönlandeis rekonstruieren aus den Eisbohrkernen, weil die Sauerstoff-18-Komponente, das Isotop, wie viel da drin ist im Schneefall, ist abhängig von der Temperatur zum Zeitpunkt des Schneefalls. Und mit anderen Methoden kann man auch die Temperaturen im Subtropen-Atlantik rekonstruieren. Das ist diese grüne Kurve aus einem Sedimentbohrkern und man sieht daran, dass hier sich die ziemlich gut überdecken, diese Kurven. Diese Spikes nach oben, diese plötzlichen Erwärmungsereignisse, die sieht man im Atlantik, in den Subtropen, genauso wie auf Grönland. Das ist also nicht irgendein Lokaleffekt, der nur Grönland betrifft, sondern wirklich eine großräumige Klimaänderung. Und wir reden hier über Grönland von Temperaturänderungen Größenordnung 5 bis 10 Grad innerhalb von 10 bis 20 Jahren. So schnell springt die Temperatur da nach oben. Und die Frage ist jetzt, wie kommt das zustande? Und wir haben schon vor 20 Jahren dazu Simulationsrechnungen veröffentlicht, wo wir in unserem Modell das sehr gut nachvollziehen konnten, was da passiert, was auch durch eine ganze Reihe unterschiedlicher Proxydaten gedeckt wird. Während der letzten Eiszeit sah jetzt stark vereinfacht wieder diese Atlantikzirkulation so aus wie auf dem linken Bild. Das heißt, sie reichte nicht so weit nach Norden, nicht an Island vorbei ins Nordmeer, sondern hörte im offenen Atlantik auf. Und die Meereisdecke war entsprechend weiter nach Süden ausgedehnt. Und dann ist es aber episodenhaft dazu gekommen, dass diese Absinkbewegung bis ins Nordmeer hochgesprungen ist nach Norden und dann reicht der warme Strom eben auch an Island vorbei, so wie das auch heute der Fall ist im Holozän, ins Nordmeer. Und das führt zu einer starken Erwärmung der ganzen Region. Und dieser Zustand ist aber unter Eiszeitbedingungen nicht stabil. Jetzt im Holozän ist das unser stabiler Zustand. In der Eiszeit hat der sich nach 1000 Jahren etwa, hat sich die Strömung wieder zurückgezogen und hat dann wieder längere Zeit in diesem eiszeitlichen normalen Grundzustand verharrt. Außerdem gab es während der letzten Eiszeit auch immer wieder Fälle, wo die Atlantikzirkulation zusammengebrochen ist. Das ist eher das, was uns jetzt in Zukunft droht.
weil große Schmelzwassermengen in den Atlantik gelangt sind, weil die Eismasse auf Nordamerika instabil war und es große Eisrutschungen gegeben hat, die sehr gut auch in den Sedimentdaten dokumentiert sind. Das heißt, dazu könnte ich einen langen, separaten Vortrag halten, aber das kann ich heute nicht machen. Ich will nur sagen, dass es klare Hinweise darauf gibt, dass diese Atlantikzirkulation mehrere Gleichgewichtszustände haben kann, instabil sein kann, sich dann relativ rasch ändern kann und das auch zu weiträumigen Temperaturänderungen im ganzen Atlantikraum geführt hat. Und ja, hier sehen wir nochmal die Temperaturentwicklung der globalen Temperatur seit der letzten Eiszeit, die Erwärmung ins Holozän, so zwischen 18.000 und 10.000 Jahren vor heute, dann das stabile Holozänklima und mit einer etwas gedehnten Skala die letzten 2000 Jahre angehängt, die ich vorhin schon mal in größer gezeigt habe. Die Frage ist eben bei einer so massiven Klimaänderung, die eine steilere und größere Erwärmung darstellt, als sie jemals, zumindest in den letzten rund 100.000 Jahren passiert ist. Was passiert jetzt da mit der Atlantikzirkulation? Und wenn wir uns einfach mal anschauen, wie sieht eigentlich die Landkarte der globalen Erwärmung seit dem Jahr 1900 aus, dann stellen wir schon was Seltsames fest. Es hat sich nämlich der ganze Globus erwärmt. Aber nein, nicht der ganze Globus. Es gibt hier eine Region, die hat sich abgekühlt. Und zwar, das ist genau die Region, wohin der Nordatlantikstrom seine Wärme transportiert und an die Luft abgibt. Die hat sich abgekühlt. Wir sehen das auch, wenn wir einfach mal die vorangegangenen 5 Jahre anschauen. Das ist die Temperaturanomalie. Sorry, das ist in Fahrenheit, das ist von der NASA, dieses Bild der letzten 5 Jahre. Und da sieht man, es war überall abnormal warm, aber im nördlichen Atlantik war es abnormal kühl. Und wenn wir uns mal in einer Modellsimulation das anschauen, wie sieht eigentlich diese Strömung dort aus im Klimamodell? Das ist ein Modell mit einem sehr fein aufgelösten Ozean, aber auch mit Atmosphäre, ein gekoppeltes globales Klimamodell von den Kollegen vom Geophysical Fluid Dynamics Lab in Princeton in den USA. Da sieht man schön den Golfstrom. Das sind hier die Temperaturen, die dargestellt ist, also warm, rotes Strömungsband. Und ja, man sieht, wie der bei Kap Hatteras die Küste verlässt und dann diese Mäander und Wirbelchen bildet, genauso wie man es eben auch aus den Beobachtungsdaten kennt. Und wenn man jetzt dieses Modell, was einen besonders detaillierten und realistischen Ozean hat, mit realistischer Ozeanzirkulation, mit zusätzlichem CO2 füttert, dann ergibt sich eine Veränderung der Meerestemperaturen, die sieht so aus, wie hier dargestellt. Das ist also aus der Modellsimulation, und zwar die Veränderung der Meeresoberflächentemperatur relativ zum globalen Durchschnitt. Also das heißt, alles, was hier blau ist, hat sich weniger erwärmt als der globale Schnitt oder abgekühlt. Ein Teil hat sich eben auch tatsächlich abgekühlt, da südlich von Grönland. Und alles, was orange-rot ist, hat sich mehr als der Durchschnitt erwärmt. Und das ist schon ein sehr markantes Muster, was hier im Nordatlantik auftaucht. Und aus dem Modell wissen wir auch, woran das liegt, weil im Modell haben wir ja komplette Informationen, anders als aus dem realen Erdsystem. Und da wissen wir, dass nicht nur diese Kälteblase südlich von Grönland und Island, sondern auch die abnormale Erwärmung vor der amerikanischen Küste Folge einer Abschwächung der Nordatlantikzirkulation ist. Dass das da vor der amerikanischen Küste so warm wird, das hat übrigens mit der Verschiebung des Golfstroms näher an die Küste heranzutun. Und das wiederum hat etwas mit der Drehimpulserhaltung zu tun, an der Stelle, wo der tiefe Randstrom, der auch Teil dieser Umweltzirkulation ist, unter dem Golfstrom durchkreuzt. Das ist also von der dynamischen Theorie her verstanden und im Modell sieht man das eben auch sehr deutlich. Und meine Doktorandin Levke Cäsar hat ihre Doktorarbeit damit verbracht vor einigen Jahren,
die Beobachtungsdaten zusammenzustellen und den Trend der Oberflächentemperaturen seit dem Jahr 1900 zu analysieren. Das ist genauso dargestellt wie auf der rechten Kugel hier. Und man sieht, glaube ich, auch wenn das sehr unscharf ist, weil wir eben nicht so viele Beobachtungsdaten haben, dass im nördlichen Atlantik hier genau dieses Fingerabdruckmuster einer Abschwächung des Golfstromsystems zu sehen ist. Wir haben durch Vergleich mit Modellsimulationen abgeschätzt, dass dieses Muster in dieser Intensität eine Abschwächung um etwa 15% bedeutet, die, wenn man sich die Zeitreihe anschaut, eben seit etwa 1950 eingetreten ist. Lefke Caesar hat auch eine neue Studie dieses Jahr veröffentlicht, wo sie Proxydaten wieder eben aus Tiefseesedimenten und einigen anderen Quellen zusammengestellt hat, aus Studien von anderen Forschergruppen, die damit die Atlantikzirkulation zu rekonstruieren versucht haben. Und wenn man die einmal alle so nebeneinander sich anschaut, und dann fällt schon auf, dass diese ganzen Rekonstruktionen, die wir gefunden haben, ein ziemlich stabiles Golfstromsystem zeigen in den vorangegangenen Jahrhunderten. Das sind wieder etwa 1500 Jahre, die wir hier anschauen in der linken Spalte. Und dann gegen Ende im 20. Jahrhundert geht es überall deutlich bergab. Und deswegen haben wir diese Studie auch so genannt, Current Atlantic Meridional Overturning Circulation Weakest in Last Millennium. Also wir glauben, diese Daten sind schon starke Evidenz dafür, dass diese Atlantikzirkulation heute eben so schwach ist wie nie zuvor in den letzten 1000 Jahren. Und das nochmal, um das zusammenzufassen. Die Atlantikzirkulation wird zum Teil auch direkt durch die Erwärmung, aber eben auch durch Schmelzwasser und andere Süßwassereinträge durch verstärkte Niederschläge in den hohen nördlichen Breiten geschwächt. Und wir wissen, sie hat einen Kipppunkt aufgrund dieser Salztransportrückkopplung. Das ist auch keine neue Entdeckung übrigens, sondern schon seit den 1950er Jahren bekannt, dass es diesen Kipppunkt gibt. Und ich habe auch schon in den 90er Jahren, als ich anfing an dem Thema zu arbeiten, mit einem dreidimensionalen Ozeanzirkulationsmodell wieder so ein Stabilitätsdiagramm ausgerechnet, ganz ähnlich wie wir das vorhin auch fürs Grönlandeis gesehen haben. Es ergibt sich wieder, das ist jetzt schematisch, aber es gibt auch die detaillierte Modellsimulation mit so zackeligen Kurven und so dazu, wie es ein 3D-Modell verursacht. Wir haben hier wieder genau dasselbe Muster mit dieser liegenden Parabel, einem selbstverstärkenden Rückkopplungssystem, was quasi zu einer quadratischen Gleichung führt, die man dann löst, um hier die Gleichgewichtszustände auszurechnen. Und hier ist auch mit Pfeilchen übrigens eingezeichnet, dass man von diesem gestrichelten, instabilen Gleichgewichtszustand, wenn man von dem startet und so ein bisschen angeschubst wird, fällt man einfach entweder rauf auf den oberen Zweig oder runter auf den unteren stabilen Zweig, so wie die Kugel, die gerade auf der Kuppe ist, entweder nach links oder nach rechts in das nächste stabile Gleichgewicht rollen kann. Ja, hier ist jetzt Present Climate eingetragen mit Fragezeichen, weil wir eben nicht genau wissen, wo auf diesem Diagramm ist eigentlich das heutige Klima. Das ist wieder genau das, was ich vorhin erwähnt habe. Wir wissen, es gibt einen Kipppunkt, wir wissen aber nicht genau, wo er liegt. Und bislang bin ich immer davon ausgegangen, dass wir, wenn wir die Erwärmung unter 2 Grad halten, da ziemlich auf der sicheren Seite sind, dass wir nicht über diesen Kipppunkt hinwegkommen. Inzwischen bin ich leider nicht mehr so sicher, und zwar seit einer Arbeit von meinem PIC-Kollegen Niklas Börs, die in diesem Jahr erschienen ist, vor einigen Monaten erschienen ist. Er kommt von der nichtlinearen Dynamik her, aus der Mathematik eigentlich, und es gibt in der nichtlinearen Dynamik eine ganze umfangreiche Fachliteratur zu Früherkennungsmöglichkeiten von der Annäherung an einen Kipppunkt. Also die Frage, wie erkenne ich das eigentlich vorher, wenn ich mich einem Kipppunkt nähere? Und die Antwort, die man darauf gefunden hat, ist, dass die Fluktuationen im System dann zunehmen. Wenn es einfach nur so ist, die Fluktuation nimmt zu, dann weiß man ja trotzdem noch nicht,
Dann weiß man ja, okay, ich nähere mich irgendwie einem Kipppunkt, aber ich weiß noch nicht, wie weit weg ist er. Aber Niklas Beuys hat noch eine etwas cleverere Maßstab dafür gefunden, nämlich wenn man wieder an die Kugel in der Mulde denkt, je steiler diese Mulde noch ist, desto schneller rollt die Kugel wieder zurück und in das alte Gleichgewicht. Und je näher sie dem Kipppunkt kommt, dann kommt sie auf diesen flachen, auf diese flache Kuppe, dann dauert es immer länger, bis sie wieder zurückgerollt ist in die Mitte. Und man weiß, wenn die Zeit sich praktisch unendlich nähert, des Zurückrollens, wenn dieser Parameter praktisch, das ist ein Parameter, den man definiert, der da geht dann gegen Null, dann ist der Kipppunkt erreicht, da liegt der. Und Niklas hat jetzt hier eine ganze Reihe von Zeitreihen für die Stärke der Atlantikzirkulation, die einmal, die sind, ich habe vergaß das zu sagen, diese Zeitreihen, wie hat sich eigentlich die Zirkulation in den letzten 100 Jahren verändert? Die sind alle indirekt, weil wir haben einfach so lange zurück keine direkten Messungen. Die haben wir erst seit 2004. Und von daher macht man eben das, was ich gezeigt hatte, aus so einem Fingerabdruckmuster der Oberflächentemperatur den vergangenen Strömungsverlauf zu rekonstruieren, weil die direkten Messungen sind sehr aufwendig, muss man quer über den ganzen Atlantik von der Oberfläche bis in die Tiefe herunter messen und gibt es erst seit 2004. Und Niklas Beuys hat sich aber hier eine ganze Reihe solcher indirekten Maßzahlen für die Stärke der Atlantikzirkulation vorgenommen. Jede dieser Kurven ist eine solche. Man sieht also hier 8 Stück. Die linken 4 sind verschiedene Temperatur. Ja, Rekonstruktionen für die Zirkulation im Atlantik und die rechte beruhen auf Salzgehalten, Salzgehaltsverteilungen, Differenzen zwischen Nord- und Südatlantik und solchen Sachen, die von dieser Atlantikzirkulation abhängen. Und alle diese Kurven, die er angeschaut hat, haben einmal einen Trend nach oben. Das sind die gestrichelten Linien. Das heißt, sie bewegen sich in Richtung Kipppunkt. Und bei seiner Maßzahl ist der Kipppunkt bei Null. Also wenn die Kurve dieser Trend den oberen Rand erreicht, ist der Kipppunkt erreicht. Und was erschreckend ist, also dass einige davon, diese beiden blauen zum Beispiel, schon um die Jahrtausendwende hier an den Kipppunkt kommen und andere wieder später. Also wenn die rote Kurve die richtige wäre, dann wäre es sehr beruhigend. Also im linken Diagramm, im rechten Diagramm ist die rote Kurve aber auch schon um das Jahr 2000 am Kipppunkt und die schwarze um 2020. Es ist wie beim Grönlandeis. Wenn wir über den Kipppunkt drüber sind, merken wir das auch gar nicht unbedingt sofort, sondern ab da wird eben ein langsames Versiegen des Nordatlantik-Strömungssystems einfach zum Selbstläufer. Die Kugel rollt dann quasi von selbst weiter nach rechts und man kann nichts mehr dagegen tun. Und von daher, man kann das durch Messen kann man das gar nicht unbedingt feststellen, jedenfalls nicht so schnell, weil es ja auch immer eben diese Fluktuationen, solche Schwankungen gibt, die sich dem überlagern und die Zirkulation dann eben mal runtergeht, auch mal wieder ein paar Jahre nach oben geht, vielleicht auch 10, auch vielleicht auch 20 Jahre. Also man kann es nicht einfach direkt an Messungen sehen, ob wir den Kipppunkt überhaupt überschritten haben. Aber wie gesagt, diese Studie hat mich tatsächlich überrascht und erschreckt. Ich habe sie durchgelesen und keinen Denkfehler da drin gefunden. Und ja, mich beunruhigt das, dass vielleicht der Kipppunkt doch deutlich näher ist, als ich die letzten 30 Jahre lang immer geglaubt habe. Noch ein kleines Wort zur Folge. Diese Kälteblase, die wir heute über dem Atlantik sehen und die mutmaßlich eben Folge einer 15-prozentigen Abschwächung des Golfstromsystems ist, die würde sich dann, wenn er ganz versiegt, auch im Kontext einer starken Erwärmung drumherum ausdehnen und natürlich Island, Grönland erfassen, aber auch den Nordwesten Europas, wie man in dieser Modellsimulation zum Beispiel sieht. Es könnte also sein, dass dann es in nordwestlichen Europa nach einer Phase der globalen Erwärmung auch bei uns dann auf einmal regional die Temperatur wieder runtergeht,
So ähnlich wie wir das bei eiszeitlichen Abreißen der Strömung auch gesehen haben in den Proxydaten. Und das würde natürlich das Wetter ganz massiv verändern, weil der Antrieb der meisten Wetterphänomene sind ja gerade die Gradienten in der Atmosphäre, also die Temperaturdifferenzen. Und wenn ich hier links von Skandinavien eine starke Abkühlung und rechts davon eine Erwärmung habe, dann ändern sich diese Gradienten ganz massiv. Und das wird unser Wetter sehr kräftig durcheinander bringen, wenn das passieren wollte. Dazu natürlich auch die marinen Ökosysteme. Es würde auch übrigens die tropischen Niederschlagsgürtel verschieben. Das würde wiederum den Amazonaswald unter Umständen Teile davon zum Absterben triggern, der ja auch seinen Kipppunkt hat. Das gehört dann wieder zu dem Thema Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Kippelementen des Klimasystems. Auch eine Folge bei uns laut Modellsimulation einer Studie von vor 6 Jahren wäre, dass im Winter wesentlich heftigere Stürme nach Europa hereinkommen würden. Ja, hier sind noch ein paar weitere Folgen aufgelistet. Meeresspiegelanstieg an der US-Ostküste wäre dort besonders relevant, wenn sich die Strömung stark abschwächt. Und auch noch wichtig, verminderte CO2-Aufnahme des Ozeans, weil dieses Absinken von Wasser von der Oberfläche in die Tiefe ist ein Mechanismus, mit dem CO2 durch den von uns verursachten CO2-Anstieg in der Atmosphäre eben mit dem Oberflächenwasser dann in die Tiefsee verfrachtet wird und da erstmal weggeschlossen ist von der Atmosphäre. Und der Ozean nimmt uns im Moment 25% unserer CO2-Emissionen ab. Eine gigantische Gratisdienstleistung unserer Meere, die dann geschwächt würde, wenn diese Tiefenwasserbildung geschwächt wird. So, jetzt zum Schluss noch ein paar Worte zu dem vierten Beispiel, was ich bringen will von Kipppunkten. Das ist das Korallensterben. Hier ist eine ganz neue Publikation von dem Kollegen Terry Hughes aus Australien, der einer der führenden Korallenriffforscher ist für das Great Barrier Reef. Hier sehen wir das Great Barrier Reef und alles, was hier orange bis rot ist, ist ausgebleicht in den letzten Jahren. Es gab diese drei großen Korallenbleichen 2016, 2017, 2020. Dabei sind 85% des Great Barrier Reef kaputt gegangen. Und Beispielfoto hier. Das linke Foto zeigt, wie das Riff erst ausgebleicht ist. Also die Korallen sind jetzt nicht mehr bunt, sondern weiß, was nicht okay ist. Das heißt, die haben ihre Symbionten verloren. Und 2 Monate später sind sie von Algen überwuchert und die erholen sich dann auch nicht mehr. Zumal die kritische Temperaturtoleranzgrenze von diesen Korallen natürlich immer häufiger überschritten wird. Wenn das einmal passiert und dann haben sie 15 Jahre Zeit, sich zu erholen, dann kommen sie unter Umständen wieder zurück. Aber es passiert ja in immer kürzeren Abständen jetzt. Und das führt eben zum Absterben der Korallen. Man hat das auch analysiert, wo die Bleiche jeweils war in diesen drei großen Korallenbleichenjahren. Das ist hier dargestellt aus einer anderen Studie. Und das korreliert sehr eng mit der Meerestemperatur. Also man sieht eben, sind genau die Teile des Great Barrier Reefs, die am wärmsten geworden sind, über einer kritischen Temperatur, die auch ausgebleicht sind. Es hat also wirklich einfach mit der Erwärmung zu tun. Es hat nichts damit zu tun, wie viel Abwässer dort an der Küste ins Riff gelangen oder sonstige Probleme. Es ist einfach die Erwärmung. Und das ist kein Einzelfall beim Great Barrier Reef, sondern 2015, 2016 sind nur diese blauen Riffe von 100 Riffen, die man weltweit untersucht hat, verschont geblieben von der Korallenbleiche. Und der Weltklimarat IPCC hat schon in seinem 1,5-Grad-Bericht vor einigen Jahren gesagt, dass auch bei Begrenzung der Erderwärmung auf 2 Grad sind praktisch alle Korallenriffe tot. Wenn wir es schaffen, es auf 1,5 Grad zu begrenzen, dann können wir vielleicht noch 10% bis 30% retten. Das ist auch schon deprimierend, aber immerhin. Zwischenfazit, ich komme so langsam zum Schluss.
Der Klimawandel ist real, zweifelsfrei durch fossile Energienutzung und zu einem Viertel etwa durch Entwaldung verursacht. Und es gibt ein sehr ernstes Risiko, dass wir durch die Erwärmung, durch weitere Erwärmung Kipppunkte überschreiten, die zu unumkehrbaren und katastrophalen Entwicklungen führen, die wir dann einfach nicht stoppen können, geschweige denn umkehren. Was müssen wir also tun? Dazu möchte ich eben noch ein paar Dinge sagen. Wir haben zum Glück den Klimavertrag von Paris, der eben auch unter dem Eindruck der Fakten einfach von allen Ländern, auch denen, die ihr Geld mit dem Verkauf fossiler Brennstoffe verdienen, wie Saudi-Arabien oder Katar oder Russland, unterzeichnet worden sind, ist einstimmig beschlossen worden, die globale Erwärmung deutlich unter 2 Grad zu stoppen und sich anzustrengen, sie bei 1,5 Grad zu stoppen, weil einfach klar geworden ist, Begrenzung auf 2 Grad reicht nicht. Wir sollten, wenn irgend möglich, bei 1,5 Grad landen. Was bedeutet das jetzt für die weiteren Emissionen? Der grüne Pfad ist ein 1,5-Grad-Pfad, wenn wir gleich 2016 angefangen hätten, unmittelbar nach dem Pariser Abkommen. Dann hätten wir bei einer solchen symmetrischen Minderung, das könnte jetzt auch eine lineare Linie sein, einfach eine gerade, die würde auch bei demselben Endpunkt ankommen, nämlich kurz vor 2050 müssten wir auf Null Emissionen sein. Dann würden wir 50-50 bei 1,5 Grad landen. Das heißt also konkret, es ist etwa gleich wahrscheinlich, dass die Unsicherheit ist symmetrisch um 1,5 Grad. Es ist dann etwa gleich wahrscheinlich, dass wir vielleicht bei 1,6 oder 1,7 landen, wie bei 1,4 oder 1,3. Also es ist quasi, Best Estimate ist dann 1,5 Grad bei einem solchen Emissionspfad. Den haben wir leider nicht eingeschlagen. Wir sind jetzt hier auf der orangenen Kurve am Anfang wieder. Nach dem Corona-Zacken 2020 sind wir in diesem Jahr wieder auf dem Niveau von 2019 gelandet, wie vor Corona. Von diesem Niveau aus müssen wir jetzt mindern und auf der orangenen Kurve, wenn wir einen 1,5 Grad einschlagen wollten, müssten wir schon kurz nach 2040 auf Null sein. Es sei denn, man mindert anfangs schneller noch, dann hat man nach hinten mehr Luft, weil es kommt auf die Fläche unter diesen Kurven an. Denn das Ausmaß der Erwärmung ist proportional zu den kumulativen Gesamtemissionen, also der Gesamtmenge von CO2, die wir ausstoßen. Deswegen reden wir von einem Emissionsbudget. Was wir heute verpulvern, haben wir morgen nicht mehr zur Verfügung, um noch dasselbe Klimaziel zu erreichen. Die gestrichelte Linie zeigt einen 1,75-Grad-Pfad. Das wäre also mit dem schwächeren Paris-Ziel deutlich unter 2 noch kompatibel. Da könnten wir uns etwas mehr Zeit lassen, 10 Jahre mehr als bei dem durchgezogenen orangenen Pfad, müssten aber trotzdem 2050 bei Null sein. Außer natürlich, was man in vielen IPCC-Szenarien sieht, ist, dass dann hier stark negative, netto negative Emissionen angenommen werden. Das heißt, es wird auf die Enkel abgewälzt, dass sie irgendwie das CO2 wieder aus der Atmosphäre rausholen müssen. Ich persönlich glaube nicht daran, dass das jemals gelingen wird, netto negative Emissionen in nennenswertem Umfang zu erzeugen. Und das Verfassungsgericht hat ja auch gesagt, wir dürfen das Problem nicht einfach den Enkeln in die Schuhe schieben. Das ist ja entspricht nicht unserer Verfassung. Und von daher zeige ich hier keine Szenarien, die dann heute zu viel emittieren und in den nächsten Jahrzehnten in der Hoffnung, dass dann nach 2050 unsere Enkel das alles wieder rausholen. Das sieht jetzt sehr pessimistisch aus. Wenn wir uns mal anschauen, wie sich eigentlich die Klimaziele und die Klimapolitik entwickelt hat, dann sieht es doch wieder noch ein bisschen hoffnungsvoller aus. Was sind die verschiedenen Abschätzungen vom Climate Action Tracker, wo wir landen? Und zwar das oberste, dunkelrot-lilane, ist die Klimapolitik, wie sie vor dem Pariser Abkommen geherrscht hat. Da sind wir praktisch auf ein 3,5 bis 4 Grad-Pfad gewesen. Katastrophal, das hätten wir auch nie erreicht, weil uns vorher sicherlich die Wirtschaft und wahrscheinlich die ganze Gesellschaft um die Ohren geflogen wäre. Nach Paris, die Klimapolitiken der weltweiten Nationen
sind schon deutlich besser auf dem orangenen Pfad und würden uns so in der Nähe von 3 Grad zum Halten bringen. Das, was dann jetzt in Glasgow beim letzten Klimagipfel versprochen worden ist, das bringt uns schon etwas über 2 Grad, nur noch ein paar Zehntel über 2 Grad. Schon deutlich besser, reicht aber natürlich auch noch nicht aus. Es ist weder deutlich unter 2, geschweige denn ein Pfad für 1,5 Grad. Der typische IPCC-Pfad für 1,5 Grad, der sieht eben so aus wie diese hellblaue Kurve. Man beachte erstens, am Anfang geht er viel steiler runter, anders als zum Beispiel der gelbe Pfad, der ist jetzt in die andere Richtung gekrümmt, weil es eben auf die Fläche unter der Kurve ankommt. Und die müssen wir klein kriegen, diese Fläche unter der Kurve. Und das ist eben einer jener Pfade, der dann Mitte des Jahrhunderts hier die Nulllinie schneidet und bei negativen Emissionen landet. Wie gesagt, da halte ich nicht viel davon. Also es gibt Fortschritte, aber die Fortschritte reichen nicht aus. Eine Sache, die ganz klar ist, ist, dass die Atmosphäre kann höchstens noch 500, wahrscheinlich eher 400 Milliarden Tonnen CO2 aufnehmen. Unsere Ressourcen, die wir haben, liegen bei 15.000 Milliarden Tonnen. Das heißt, die allergrößte Menge an fossilen Energieressourcen ist einfach sogenanntes unburnable carbon, also Zeug, was wir nicht verbrennen können. Und die Besitzer dieser Ressourcen werden einfach feststellen, dass ihre Ressourcen dann bald nichts mehr wert sind. Und völlig unsinnig ist es, noch viel Geld auszugeben, nach neuen fossilen Lagerstätten zu suchen, was immer noch getan wird von Leuten, die den Schuss einfach nicht gehört haben. Und ja, ich persönlich würde mein Geld nicht in eine Firma investieren, die irgendwie in fossile Energien involviert ist. Wiederum so halb leer, halb volles Glas haben wir, wenn wir uns die Emissionsentwicklung in Deutschland anschauen. Die gute Nachricht ist, die Emissionen sinken schon seit 1990, also bei steigendem Wohlstand und so weiter, Wirtschaftswachstum, man kann das entkoppeln. Die schlechte Nachricht ist, sie sinken lange nicht schnell genug. Für einen 1,5-Grad-Pfad müssten die deutschen Emissionen etwa 7-mal schneller sinken, als sie hier in den letzten 20, 30 Jahren getan haben. Und noch zu dem Argument, wir seien ja so klein, das hört man ja immer wieder mal. Wir sind, was die historischen fossilen CO2-Emissionen angeht, auf Rang 4 aller Länder. Nur die USA, China und Russland haben mehr zum globalen Klimawandel in Form von CO2 beigetragen als wir. Und wir sind nach wie vor, verursachen wir mit nur 1% der Weltbevölkerung 2% der CO2-Emissionen. Also wir leben über unsere Verhältnisse, weit über dem Weltdurchschnitt. Auch der EU-Durchschnitt ist nur halb so hoch wie unsere Pro-Kopf-Emissionen. Und wir haben darüber hinaus eben noch einen überproportionalen Einfluss und Verantwortung durch die EU. Wir sind die mächtigste Ökonomie innerhalb der Europäischen Union. Und da können wir einen wirklich großen Hebel in Bewegung setzen, um die EU insgesamt zu unterstützen dabei, mit ihrem European Green Deal in Richtung 1,5 Grad loszumarschieren. Unsere Emissionsminderungen sind auch in den letzten 15 Jahren keineswegs weltmeisterlich, sondern im Mittelfeld diverser vergleichbarer Länder. Letzter Punkt. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen hat in seinem großen Umweltgutachten im letzten Jahr Paris-kompatible Emissionspfade für Deutschland ausgerechnet. Und zwar in dem Fall sogar nur für ein 1,75-Grad-Ziel, nicht 1,5-Grad-Pfad. Und das sind diese grünen Pfade hier in dem Diagramm. Wenn man also linear mindert und das nationale CO2-Budget einhalten will, dann müsste man schon 2038 auf Null sein. Wie gesagt, sogar für 1,75 Grad und nicht erst 2045. Und besser wäre es natürlich, am Anfang steiler zu reduzieren, wie das in der zweiten grünen Linie gezeigt ist. Dann hat man nach hinten raus wirklich noch einigen Spielraum, um die schwer vermeidbaren Emissionen später loszuwerden. Die leichte Übung ist ja eigentlich die Umstellung auf erneuerbare Energien zum Beispiel. Und es gibt natürlich
Gratis-Optionen, mit denen man sogar noch Gewinn macht und Vorteile hat, wie ein Tempolimit, was nichts kostet, Menschenleben retten und sofort eine Emissionsminderung bringt. Das sind Dinge, die man, um eine rasche Minderung am Anfang hinzubekommen, durchaus nutzen sollte. Ja, wir merken gerade, wir haben eine neue Regierung, wir haben Fridays for Future. Es ändert sich wirklich die Diskussion. Ich führe die ja seit 30 Jahren schon und es ist ein ganz neuer Optimismus entstanden, dass sich tatsächlich die Debatte verändert und hoffentlich auch bald spürbar die Emissionen sinken werden. Und die Frage ist eben, sind wir am gesellschaftlichen Kipppunkt? Denn nicht nur die Physik und Ökosysteme haben Kipppunkte, auch die menschliche Gesellschaft hat solche Kipppunkte. Beispiel ist der Fall der Mauer bei uns hier. Die Mauer läuft hier direkt vor meinem Fenster oder lief, davon ist nichts mehr zu sehen. Und von daher darf man, auch wenn sich lange Zeit nur sehr wenig bewegt, die Hoffnung nicht aufgeben. Und wir können es noch schaffen, die 1,5 Grad einzuhalten. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich für das Interesse und freue mich, wenn Sie noch weiter was lesen wollen, können Sie das in diesen Büchern tun oder mir auf Twitter folgen, meinen Blog anschauen, Klimalounge oder jetzt seit einiger Zeit kommentiere ich ja auch regelmäßig bei Spiegel Online. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion.